Hallo ihr lieben Pferdefreunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, im Moment ist so ein bisschen Pferdespiel-Time auf meinem Kanal. Das wird sich demnächst ändern. Da wird es zwar auch... Nein, ich verrate noch nichts, um was es da genau geht. Habe ich heute neu gekauft und das will ich demnächst mal ausprobieren. Und da dürft ihr euch überraschen lassen. Das wird mal etwas anderes werden als nur Pferdespiel. Und das kommt bestimmt auch einigen so ein bisschen entgegen. Aber ich glaube, ihr mögt das auch ganz gerne, so die Pferdespiele. Schreibt mir das einfach mal unten in die Kommentare, ob das so für euch okay ist. Ich bin im Moment beruflich ein bisschen stark eingespannt, weshalb das mir ganz entgegenkommt, dass die beiden Spiele, Horse Reality und Noble Horse Champion, da etwas einfacher gestrickt sind und ich deswegen auch ein bisschen Zeit gewinne. Aber da seid versichert, das wird sich auch in Zukunft ändern. Ja, gehen wir jetzt direkt auf die Neuzugänge und Fohlen aus Eigenzuchten ein. Fangen wir einfach mal mit dieser Achalte-China-Stute an. By the way, ich habe noch nicht ja, alle beschriftet, halt eben mit Very Good und GP und so weiter und Genetik. Das seht mir bitte nach. Ich bin wirklich im Moment mega gestresst und bin froh, wenn ich mal nicht so viel damit zu tun habe. Deswegen schauen wir uns das einmal gemeinsam an. Die kleine Maus hat 4 Very Good, den Rest gut, hat auch schon die erste Prämie bekommen. In der Genetik haben wir ein GP von 670, ein großes E, ein großes A und zwei große G. Genau. Aus der Verpaarung von Magic Color und Aladdin Saisha. Da hatte ich schon einen Sack Möhrchen an den lieben Hightower verschickt, damit er sie an seine Pferdchen weitergeben kann. Da weiß er schon Bescheid. Genau, und die Kleine ist richtig gut gelungen. Und ich denke, sie wird sehr viel Grauanteil kriegen. Man sieht das schon so ein bisschen ums Äuglein und hier am Bauch so ein bisschen. Ja, mal schauen, wie sie dann fertig aussehen wird. Dann habe ich hier Sarah. Die habe ich euch eventuell schon gezeigt. Ich weiß es aber noch nicht. Sie hat zwei große E, ein großes A, 643 GP, 6 Very Good, 6 Good. Sie wird, wenn sie jetzt nicht noch groß mich überrascht, nee, wird auf jeden Fall gehen dann. Das kann ich jetzt schon sagen. Wer sich für sie interessiert, darf sich sehr, sehr gerne melden. The Coming Spring ist der Papa, genau. Und das jetzt merke ich auch, dass ich sie euch schon gezeigt habe. Verzeiht mir das. Also das ist einfach im Moment dem Stress geschuldet. Aber das kennt man ja manchmal, ne? Dann haben wir hier einen Quarter Horse Hengst. Ja, der aus der Verpaarung mit Silver Million, das ist eine Eigenzucht. Ne? Und Coyotus Fancy ist ja auch meine Stute. Da haben wir in den Erfolgen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal Very Good und dann den Rest alles gut. Wir haben bereits zwei erste Prämien. In der Genetik 637 ist jetzt nicht so der Burner. Aber gut, er ist für Reining. Das ist nicht irgendwie eine Überraschung bei Quarter Horses. Zwei große E, ein großes A. Dann haben wir ein großes Z und Splashed White 1. So viel zu den Daten. Der junge Bursche bekommt natürlich auch noch einen Namen von mir und wird erstmal bei mir bleiben. Eine Quarter Horse Stute. Und zwar ist sie, soweit ich das noch in Erinnerung habe, ja, sie ist ein Rabicano-Stütchen. Catch Me California ist ja mittlerweile mit in meinen Stall gezogen. Diablos Little Girl ist auch meine Stute. Und ja, aus der Verpaarung ist diese kleine Maus entstanden. Wir haben zwei Very Good, den Rest gut. Naja, das hätte besser sein können. Genetik 614, Doppel-E, dann haben wir ein großes A und Splashed White 1. Sie wird definitiv gehen. Wird meine erste Rabicano-Stute, die ich gehen lasse. Ja, passiert halt eben dann, ne? Ich will mal gucken, wie ja, sich das dann zeigt, ob da Interesse an ihr besteht. Da wird sich das dann schon zeigen. Ein kleiner Welsh Pony Hengst aus der Verpaarung Mr. Nice Guy und Sahara.
Ja, Sahara habe ich ja für die Züchtung behalten. Sie ist nicht unbedingt die beste, was so Erfolge angeht. Aber gut, leider hat der junge Bursche einen Average, weshalb er auf jeden Fall gehen wird. Vier Very Good hat er außerdem. In der Genetik 651, das ist schon recht ordentlich. Da hat natürlich Sahara durch ihr hohes GP das Ganze so ein bisschen ausgeglichen. Wir haben ein großes E, ein großes A und Splashed White 1, wie man unschwer an seinem Köpfchen erkennen kann. Hübscher Bursche, aber leider zu schlecht, um ihn zu behalten. Und ich möchte die Welsh Ponys nicht mehr so groß halten. Möchte auch keine neuen dazu kaufen. Es sei denn, mich würde mal einer so derbe irgendwie flashen, dass ich da sagen würde, wow, der ist so klasse, den muss ich unbedingt haben, aber das glaube ich eher weniger. Da sind einfach andere Rassen mittlerweile, die mich da etwas mehr ansprechen. Dann haben wir einen Neuzugang, den Björn. Und zwar ist er von der Yuki zu mir gekommen. Hat 681 GP, 3 Very Good, 2 Average, den Rest gut. Und wir haben, wir schauen mal hier in die Genetik rein, ein großes A, zwei große G. Genau. Der große Bursche hier, das ist ein richtig toller. Und ja, der wird meine Zucht dementsprechend erweitern. Mal schauen, wie er sich dann so in Zukunft geben wird. Dann Desperado, der ist aus Edivs Stall zu mir dann rübergekommen. Ja, da war Edith auch ganz froh, dass er dann zu mir gekommen ist. Ich habe ihn sehr gerne bei mir, ein richtig hübscher Kerl. Er hat eine richtig tolle Farbe und ich habe ihn auch heute schon mit einer Stute verpaart. Da werdet ihr dann natürlich demnächst sehen, wie das Fohlen aussieht. Ja, er hat in der Genetik Cream Silver Overo, 4 Very Good, 661 GP. Ja, aus der Verpaarung von Elway Dorado, Doedo, wie auch immer, meine Güte. Und Nightwish. Genau. Dann habe ich hier zwei Neuzugänge sozusagen. Einmal die Mama, die Luna, die ist, glaube ich, auch von, ja, die ist auch von Yuki rüber zu mir. Und war trächtig, als ich sie bekommen habe. Und tada, da ist das Fohlen. Das ist einmal die Luna, die Mama. Sie hat, ja, 1, 2, 3, 4 Average, alles andere gut, aber macht sich ganz gut in den Wettbewerben. In die Genetik schauen wir rein, 636 GP, ein großes E und das war's. Sie ist ein reiner Rappe und ist wohl fürs Fahren. Und dann schauen wir uns das Fohlen an, ein Hengstfohlen. Aus der Verpaarung von Sonnenblume und Luna. Ja, gucken wir uns mal ganz kurz an, wessen Hengst das ist. Juck. Ja, okay, kann ich nicht aussprechen. Mann, die Namen sind manchmal richtig klasse. So, da haben wir 1, 2, 3 Average, ein Below Average. Ja, der junge Bursche, weiß ich noch nicht, was ich mit ihm machen soll. Ein E, ein großes A und Rowan. Dieses Rowan, das macht mich irgendwie, als wenn ich ihn behalten möchte. Ich weiß auch nicht. Schauen wir mal, wie er sich so weiterhin macht. Vielleicht hat er noch eine Chance zu bleiben. Und last but not least, Patricia oder Patricia, wie auch immer man sie aussprechen möchte. Ich glaube eher Patricia, weil bei den Lusitanos spricht man das ja ein bisschen anders aus. 617 GP, sie hat ein großes E, zwei große A, Cream. Genau. Und ist für die Dressur. Eltern sind Tölmi und Philippa. Okay, auch Namen, die man nicht so richtig aussprechen kann. Ja. Und wie gesagt, also sie hat 11 gut, ein Average. Ja, und damit ist sie erstmal bei mir eingezogen und wird meine Zucht auf jeden Fall erweitern. Ich wollte die Lusitanos gar nicht so groß reinkommen lassen, aber irgendwie haben sie mein Herz erobert. Und ich muss echt sagen, je öfter ich sie mir anschaue, umso schöner finde ich sie. Ich finde, dass die Stuten, wenn man und
wenn wir uns das jetzt gerade mal hier angucken, die Ohren ein bisschen mehr nach vorne haben könnten. Auch dann würden sie majestätisch aussehen, aber nicht ganz so aggressiv, wenn ihr